Okay. Kampfarena der Südküste. Bereit? Nö. Nicht wirklich. Ach du Scheiße. Zauberset. Oh, Kacke. Aber welch? Ein stinkender Koloss weniger. Duellleistung. Welle 3. Du hast doch auch freigelassen. Der Schütze hat unser Lager beim Jungen ausgeräuchert. Und Spinnen. So werden wir Randolph Anhänger nicht aufhalten können. Oh, Kacke. Ja. Merk schon. Mir ist auf einmal. Oh, Kacke. Das sind harte Gegner. Ich hätte doch gedacht, dass die leichter wären. Scheiße, von unten. Okay, eine Spinne besiegt. So kann man die Kröte besiegen. Welle 4. Wie viele Wellen gibt es denn hier noch? Dass ich sterbe oder was? Ach, wieso noch voll? Fantastisch. Was mache ich, wenn ich sterbe? Es ist ja 4 auf einmal.
stoßen. Verdammt. Oh nein. Verblassen die Erfahrungspunkte. Erfahrungspunkte. Harte Nuss. Oh, Kacke. Gespürt. Nicht schön, dass du mal vorbeikommst. Magst du Schmerz? Wie viele Wellen gibt's denn hier? Die Schülerin da. Oh, freigelassen. Die ist so toll. Ich glaube, die sind mal so zwei. Erstmal die Kleinen ausschalten und die Großen. Das glaube ich allerdings. Ich wollte mit der Hauptquest weitermachen. Ausweichen. Ausweichen. Oh, ausweichen. Sechs von elf. 16. Was? Wenn das noch mehr. Oh, Kacke. Nervt extrem. Ich hab das Gefühl, du versuchst es nicht mal. Ich
die letzten beiden. Erwartet, dass dem Yuzu gewohnt eine Trolle anzugeben. Sammeln. Verdammt. Den haben wir gleich. Alter Schwede. Das war ein Batzen Arbeit. Aber wir haben neue Klamotte bekommen. Wow. Noch das Gewand, was ich dafür bekommen habe. Sehe ich gerade nicht. Jetzt muss ich erstmal durchatmen. Wow. Das war eine Arena. Das hat mir Mut gegeben. Ich habe mich gar nicht so schlecht bewiesen in der Arena. Das zeigt mir, ich kann das schon. Ich bin ein Zauberer. Ich bin kein Schüler mehr. Was soll ich tun? Ich bin schon ein Meister. Das hat sich mal gelohnt, diese Sidequest im Stream zu machen. Ist doch nachts hier rum. Madame Twiddle? Ihr Mann hatte recht. Die Statue war Teil eines Rätsels. Oh, wirklich? Und einer großen Arena. Ja, ich musste mehrere große Vasen zerstören, was wohl eine Art dunklen Zauber an der Statue aktiviert hat. Gut gemacht. Oh, es fehlt mir, jemanden wie Sie um mich zu haben, mit Wissensdurst und Scharfsinn. Meine Neugierde wurde gestillt. Ich danke Ihnen. Und wer weiß, was mir bei meinem nächsten Ausflug begegnen wird. Oh, mein Mann würde sich sehr freuen, wenn er wüsste, dass er recht hat. Ach, da gibt es ein Vasenmanöver. Das war mehr als ein Vasenmanöver. Holla, die Waldfee.
So, dann mal weiter in Hauptquests. Der Sebastian wartet auf uns. Und einen Stab. Ach nee, lass mal. ich behalte den hier. Passt zum Outfit. Was treibt der Typ so weit? So weit abseits von Hogwarts, das habe ich schon gefragt. Was treibt ein Feldcroft? Ich meine, wir haben eine Pause gemacht, wir haben einen Stopp eingelegt in der Arena, aber holy moly. Ist trotzdem ewig. Ein ewiger Weg. Das größte Stückchen haben wir aber schon vor uns, hinter uns. Die nächst rechts abbiegen. Magst du Schmerzen? Nö, aber du scheinbar. Ich hab grad gegen Trolle gekämpft. Juckt mich, dass sie hindurch ging. Tut dich an, Boss. Ich wette, ich kann den Tod rechnen. Damit kommst du nicht davon. Was hast du gesagt? Was willst du machen? Ausrüstung. Aha. Oh, die sehen ja fast noch besser aus. Brauchen wir gar nicht den Look zu ändern. So, und weiter hier. Kurzen Stopp für Kobolde gehabt. Und weiter geht's. Irgendwann müssen wir ja mal ankommen. Ich meine, es gibt hier unterwegs immer tolle Sachen zu entdecken. Und wollen wir den Jungen mal nicht warten lassen. Ja, der Mantel ist so ein bisschen Escape. Kommt mir vor, als wären es schon.
werden. Dein Blut klebt an Renrocks Händen. Mein EM auf dem Weg ausgeschaltet. Einer meiner Brüder arbeitet bei Gringotts. Für kein Geld der Welt würde ich den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen. Level 22 schon und Flohfliegen sammeln. Das ist hier auch immer Kobold, damit wir anlegen müssen. Und das Nachschlag. Wie ist ein Downgrade? Wir können Talentpunkte ausgeben. Okay, das ist, ich dachte, das ist gut so. Aber wenn du ein verfluchtes Ziel besiegst, wird ein Teil der Gesundheit wiederhergestellt. Oh, das ist hilfreich. Nehme ich. Macht das denn hier nicht mehr auf? Erstmal Flohfliegen sammeln. Wir müssen eigentlich woanders hin, oder nicht? Doch hier genau müssen wir, genau hier müssen wir hin. Ich glaube, es geht auch da oben lang. Ich habe genug gekämpft. Ist inzwischen wieder Tag geworden. Wie ein nettes kleines Örtchen. Und hier ist der Schnellreisespot. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich. Hier oben.
Du bist hier. Okay, ich habe Fragen. Was treibst du hier draußen? Genießt du die Aussicht? Ich passe auf. Feldcroft ist nicht mehr das, was es mal war. Niemand fühlt sich hier sicher, seit Ranrocks Anhänger Interesse an dem Schloss dort drüben gezeigt haben. Schloss Rookwood. Mein Onkel Solomon ist ehemaliger Auror und will dem nicht nachgehen, selbst nachdem einer von ihnen Anne verflucht hat. Vielleicht sogar mit einem Zauberstab. Ich hörte, wie ein Kobold Zauberer als Stabträger bezeichnete. Dürfen Kobolde keine Zauberstäbe tragen? Genau. Deshalb suche ich nach Antworten. Wenn ich sie heilen will, muss ich verstehen, was mit ihr passiert ist. Anne war immer am frechsten von uns dreien. Und das heißt schon was, wenn man mich und Ominous kennt. Ich hoffe, ein Überraschungsbesuch von mir und einer neuen Freundin aus Hogwarts hebt ihre Laune und bringt die alte Anne zurück. Komm, wir gehen zu meinem Onkel. Aha, Familienbesuch. Im Schatten des Anwesens. Feldcroft war mal viel lebendiger. Jetzt, da Renrocks Leute dauernd umherlaufen, bleiben alle außer Sichtweite. Wir sind da. Meine Schwester sollte drin sein. Dein Bruder hat eine Freundin mitgebracht. Aha! Sebastian, wo bist du? Ist das das, was ich denke? Das hatten wir doch schon. Hey. Schrumpelfeigen heben Flüche nicht auf. Nichts kann das. Je eher du es einsiehst, desto besser. Aber wir haben nicht alles versucht. Es gibt kein Heilmittel. Wann akzeptierst du das? Nein. Ich akzeptiere das nicht. Schau, was du gemacht hast. Tut mir leid. Geh. Ah, intakte Familienverhältnisse. Ich merke schon. Tut mir leid, das war unschön. Wenn es dir nichts ausmacht, ich brauche einen Moment. Armer Sebastian. Nicht der erhoffte Besuch. Klopf ich mal an. Na, Löde. Tut mir leid wegen vorhin. Diese Schmerzanfälle sind schwer zu ertragen. Kann man irgendwas tun? Erstmal Briefe lesen. Sebastian, das ist meine Trankausstattung, nicht deine. Das sind meine Sachen nur. Revelio. Okay, das Licht ist hinterm Haus. Alles in Ordnung, Anne? Ich wollte mich nicht aufdrängen. Keine Sorge, das hast du nicht. Und mir geht es gut. Der Fluchschmerz kommt in Schüben. Oft ganz plötzlich. Niemand hat daran Schuld. Übrigens schön, dich kennenzulernen. Du musst die neue Fünftklässlerin sein, von der Sebastian erzählt hat. Das bin ich. Ich lernte Sebastian bei einem Duell in Verteidigung gegen die dunklen Künste kennen. Ach ja, Professor Hackett. Eine mächtige Hexe. Sie weiß, wie sie Schüler wie meinen Bruder und mich im Zaum halten kann. Hogwarts fehlt mir sehr. Aber auch in Feldcroft wäre es ganz in Ordnung, wenn es jetzt nicht so trist wäre. Bei all den Kobolden im Schloss und dem Streit zwischen meinem Onkel und Sebastian ist es nicht mehr der gemütliche Rückzugsort von früher. Sebastian erwähnte, dass dein Onkel ehemaliger Auror ist, sich aber weigert, gegen Ranrocks Anhänger vorzugehen. Ehrlich gesagt, hätte ich nicht erwartet, dass er so wütend ist. Onkel Solomon ist frustriert. Davon, was mir passiert ist und davon, dass Sebastian denkt, er könnte mich retten. Sie meinen es beide nur gut, aber mein Onkel hat recht. Dieser Fluch kann nicht aufgehoben werden. Das spüre ich. Sicher? Sebastian kann mir den Schmerz nicht nehmen. Vielleicht kannst du ihm helfen, das zu verstehen. Ja, definitiv. Ich fürchte, das liegt ganz bei Sebastian. Und er scheint sich entschieden zu haben. Ich kann nur hoffen, dass er seine vergebliche Suche nach einem Heilmittel bald aufgibt. Ich bin müde, ich sollte mich wohl ausruhen. In dieser Welt in Rüstung. Ich bezweifle. Ich wünsche dir alles Gute. Ich nehme es mir nicht übel, aber ich bezweifle das ganz stark.
dass es da keine Heilung für gibt. Liebe Anne, Hogwarts ist ohne dich nicht dasselbe. Naja, Sharp ist genauso übel wie immer. Aber du weißt, was ich meine. Ich hoffe, du fühlst dich besser, diese Bestien. Oh je. Der Junge haut mir den letzten Nerv. Verzeihung, Mr. Sallow. Oh ja, Sebastians Freundin. Ich entschuldige mich für meinen Neffen. Er weiß nicht, wann er aufhören soll. Ich wollte nach Anne sehen. Sind Sie nicht gerade aus dem Haus gekommen? Wie geht es ihr? Es geht ihr gut. Sie wollte sich etwas ausruhen. Man kann nichts für sie tun. Vielleicht haben Sie das Heilmittel nur noch nicht entdeckt. Ah, Sie klingen wie Sebastian. Denken Sie wissen es besser als die Heiler im St. Mungo. Die Heiler wissen vielleicht auch nicht alles, Sir. Sebastian ist fest entschlossen, seine Schwester zu retten. Wenn es ein Heilmittel gibt, dann wird er es finden. Ihr Vertrauen in Sebastian ist unangebracht. Irgendeine schwarze Magie hat Anne verflucht. Und die Kobolde werden sich bestimmt so schnell nicht erklären. Ihr Hoffnung zu machen ist grausam. Wir können Anne jetzt nur noch schonen und den Kobolden aus dem Weg gehen. Bei allem Respekt, aber vielleicht täte Anne etwas Hoffnung gut. Sie meinen es gut, aber ich weiß, was das Beste für Anne ist und für Sebastian. Mhm. Sie kommt ganz nach meinem sturen Bruder, besonders Sebastian. Wenn Sie wirklich helfen wollen, dann sorgen Sie dafür, dass Sebastian tut, was er tun sollte, nicht was er will. Er hat keine Ahnung, welchen Schaden er anrichten kann. Denken Sie an meine Worte. Schönen Tag noch. Ich sollte nachsehen, wie es Sebastian geht. Naja. Warum hört er nicht auf mich? Sie ist meine Schwester. Wie geht es dir, Sebastian? Du hast selbst erlebt, womit ich es zu tun habe. Ich entschuldige mich für meinen Onkel. So schnell aufgeben. So schnell ist das nicht, aber... Ich hätte wirklich nicht erwartet, dass er so wütend ist. Er ist immer wütend. Und zwar seit meine Eltern gestorben sind. Nachdem Anne verletzt wurde, wurde er noch schlimmer. Er versucht das Richtige zu machen, ist ja falsch. Er nennt mich immer den Sohn meines Vaters, wie eine Beleidigung. Ich versuche ihr zu helfen. Er hat einfach aufgegeben. Anne und dein Onkel scheinen davon überzeugt zu sein, dass man nichts mehr für sie tun kann. Ich weigere mich, das zu glauben. Annes Schmerz ist mehr als nur körperlich. Er hat sie völlig verändert. Mir fehlt meine Schwester. Und ich werde sie zurückholen. Komm, ich will dir zeigen, wo es passiert ist.